Neue Infos zu Stalker 2 Heart of Chernobyl. Die Entwicklung, die teils aus dem Kriegsgebiet in Kiew stattfindet, wird fortgesetzt. Das ukrainische Studio GSC Gameworld präsentiert im Rahmen des Xbox Extended Showcases einen neuen Trailer mit Gameplay zum Horror-FPS Stalker 2. Ein Teil der Entwicklung vom Spiel wird in Kiew fortgesetzt, während GSC Gameworld ein zusätzliches Büro in Prag eröffneten, von dem aus ein Großteil der Entwicklung weitergehen wird. Als Erscheinungsjahr wurde nun 2023 festgelegt. Ein genaueres Datum gibt es bisher verständlicherweise noch nicht. Das The Stalker-Universum, das auf 3 Videospielen, mehreren Büchern, Comics und Fanfiction-Inhalten basiert, ändert den Namen des zweiten Teils ein wenig ab. Euch mag das im Titel des Videos bereits aufgefallen sein. Der Entwickler entscheidet sich dazu, Stalker 2 Heart of Chernobyl, die ukrainische Stadt Chernobyl, in der sich 1986 eine schreckliche Nuklearkatastrophe ereignete, nun in der ukrainischen Schreibweise zu veröffentlichen. Das Spiel erscheint, wie eben erwähnt, 2023 für die Xbox Series X und S und für den PC. Alle weiteren Links zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung.